Liebe Kameradinnen und Kameraden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mitglieder all der Rettungsverbände, die wir hier auf dem Markt versammeln sehen, aber vor allen Dingen, liebe Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr und des Reservistenverbandes und natürlich unsere ausländischen Gäste. Ich sage Ihnen hier auf dem Marktplatz in Denitzsch anlässlich der Eröffnung des Elbe-Biber-Reservisten-Wettkampfes ein herzliches Willkommen als Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Denitzsch. Ich freue mich an dieser Stelle einige hochrangige Vertreter und ich beginne ganz einfach mit der Bundeswehr und des Reservistenverbandes begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Oberst Baumgärtner als Chef des Landeskommandos Sachsen hier im schwarzen Barett. Ich darf begrüßen den Kommandeur unserer Unteroffizierschule des Heeres, Herrn Oberst Blutmer im weinroten Barett und natürlich, hier geht es nach Dienstgrad, aber er steht eigentlich an der Spitze der heutigen Veranstaltung, Herr Oberstleutnant Domani im grünen Barett als Chef des Reservistenverbandes Sachsen. Wir haben Vertreter der Bürgerschaft hier, wir haben Vertreter, die in den Parlamenten sitzen, im Stadtrat hier in Denitzsch. Und ich freue mich, dass wir heute sehr, sehr viele Partner hier mit auf dem Marktplatz haben. Natürlich neben den von mir schon genannten Landsknechten, unsere Feuerwehr, wir haben das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, wir haben den Bundeswehrverband hier bei uns mit auf dem Marktplatz vertreten, wir haben die Reservistenkameradschaft Denitzsch hier vertreten, wir haben die Behindertenwerkstatt aus Denitzsch hier bei uns mit und die Polizei und. Natürlich wird auch geworben für die Bundeswehr im Karrierecenter, also wer sich informieren möchte, ein Stück weit sich über die Tätigkeit der Bundeswehr informieren möchte, hier in Deutschland, weltweit, der kann das hier tun. Und wir möchten heute hier in Denitzsch einen Knoten bilden zwischen der Zivilgesellschaft und dem Militär der Bundeswehr, um gegenseitig ein besseres Kennenlernen noch zu ermöglichen. Für die Denitzscher ist das nichts Neues, denn wir haben mit der Unteroffizierschule des Heeres hier einen nicht nur zuverlässigen Partner, sondern Partner, die sich aktiv mit einbringen. Öffentliche Standortappelle, wir haben Adventskonzerte, Standortkonzerte, wir haben gegenseitige Hilfeleistungen, wenn es der Unterstützung bedarf. Und Herr Oberst Blutmann, dafür an dieser Stelle auch in diesem Rahmen ein herzliches Dankeschön für all die gemeinsame Unterstützung und die Aktivitäten. Herzlichen Dank an alle, die zu dieser Veranstaltung beigetragen haben und die heute hier mit ihren Kräften und Mitteln sich ebenfalls bereitstellen. Wir alle sind Dienstleister für unsere Nation, für unser Volk. Jeder auf seine Weise trägt dazu bei, dass wir in Deutschland ein sicheres und gutes Leben führen können. Herzlichen Dank an jeden, der dazu beiträgt. Es setzt weiter voraus, dass unsere Mannschaften, teilweise auch aus dem zivilen Bereich, bereit sind, sich einer solchen Herausforderung von längeren Marschstrecken und diversen Stationen zu stellen. An dieser Stelle allen Wettkämpfern, die sich zum Teil jetzt bereits auf der Strecke befinden, viel Wettkampfglück, guten Verlauf und viel Erfolg. Und allen Bürgern der Stadt und allen Gästen hier in der Stadt bei der Veranstaltung und auf den Wettkampfbesichtigungen viel Vergnügen.